Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vanilla Minecraft Video hier bei mir. Ich muss euch leider was sagen. Und zwar ist, ja, ich hatte gestern Abend Aufnahme mit Justin und CO2 und ein paar Tage davor gab es ein, wie soll ich sagen, Windows Update. Ich sage jetzt mit Absicht Windows, denn das war doof. Ja, bei dem Update ging es darum, es hat mir alles auf dem PC durcheinander gehauen, und zwar die ganzen Audioeinstellungen. Sprich, in OBS, in Discord hat's, ja, Kopfhörer-Sound, Mikrofon-Sound, alles zurückgesetzt. Ich habe das aber erst, ja, im Nachhinein mitbekommen. Und jetzt durfte ich, durfte ich ein paar Videos löschen, was mich ankotzt, weil man da nur CO2, Justin und mich gehört hat. CO2 und Justin mich nicht. Und natürlich die Minecraft-Sounds. Und ja, ich habe jetzt gesagt, gut, dann nehme ich jetzt mal schnell noch eine Folge auf, nachdem ich wieder alles eingestellt habe. Und wie soll ich sagen, ich werde euch gleich zeigen, was in den ganzen Folgen passiert ist. Warte mal, bevor der despawnt. Hier Stinker. Wenn wir hier unten schon ihn haben. So. Dann werden wir uns den auch gleich tame. Ich werde euch dann gleich zeigen, was wir gemacht haben in der Zeit, und ich will jetzt mich ganz kurz um den Villager hier kümmern, beziehungsweise den Zombie. Dazu brauchen wir so einen wunderschönen Schwächetrank und einen Goldapfel. Haben wir zum Glück alles. Ja, das eine, wir haben den Darko getrollt. Das Video dazu seht ihr hier oben in rechts oder links in der Ecke als Timelapse-Video. Das werde ich hochladen, denn, also als Timelapse-Video, da brauche ich keinen Sound dazu, und ihr seht, es ist wunderschön geworden. Das ekelhafte Steingedings ist weg. Dieses hässliche goldene Ding ist weg. Und ich denke mal, er wird sich freuen. Ansonsten, ja, ich zeige euch dann noch, wie es bei den Villagern aussieht. Da sind wir jetzt fertig. Und ja, so, jetzt machen wir daraus noch Wurftränke. Das müsste doch Trank der Schwäche sein. Weakness, doch, war der richtige. Ja, da zeige ich euch noch, was da passiert ist dann beim Villager-Dorf. Dann war ich im Nether ein bisschen farm, habe da so eine zweite neue Festung gefunden, wo ich einmal das hier rausgeholt habe. Hier nochmal zwei Accident Bricks und ein Netherite Scrap, ein paar Dias. Ansonsten, das werde ich aber nicht als Timelapse hochladen. Ansonsten, viel gemacht war nicht. Ich habe mich hauptsächlich dann in den Aufnahmen noch beim Villager-Dorf aufgehalten, dort alles entfernt, was entfernt werden muss. Also die alten Häuser und so weiter. Und ja, so, jetzt müssen wir den ganz kurz einbauen. Ja, komm, hau mich, das ist mir egal. Mache ich denn das jetzt am besten? Nein! Mache ich es ganz anders. Komm, but. Ja, du Stinker. Nein, ich bin runtergefallen. Ja, großartig viel habe ich dann auch nicht mehr dazu gemacht.
Und ja, ich werde es euch gleich alles zeigen. So, der ist eingebaut. Einmal das da. Und das da. Jetzt warten wir noch, bis der weg ist, beziehungsweise das kann dann hier alles ganz in Ruhe passieren. Beziehungsweise, nee, wir werden hier vorsichtshalber warten, ne, bevor das dann nicht klappt. Na, hoch. Im Wasser hatte ich nichts weiter gemacht. Also wir haben das Haus gemacht. Wir haben das Schienensystem etwas erweitert bis ins Haus rein. Ansonsten, was haben wir noch großartig gemacht? Ich habe ungefähr 3 Folgen im Dorf verbracht, wo ich die alten Häuser und so weiter abgerissen habe. Dann habe ich ja ein Timelapse-Video aufgenommen. Ne, 3 Timelapse-Videos, wo ich noch baue und Verfeinerungsarbeiten an dem Haus der Villager vornehme. Dann war ich 2-mal im Nether, wo ich natürlich auch gestorben bin. Das sieht man da oben am Tod. Was mich natürlich ärgert, das war knapp 1 Stunde Aufnahmezeit im Nether. Mit den 2 oder 3 Toten. Ja. Aber kann man leider nicht ändern. Ansonsten habe ich noch irgendwas gemacht. Ich muss jetzt wirklich ganz stark überlegen. Ne? Funktioniert das auch so? Ja, sehr schön. Ey. Was haben wir noch gemacht? Das war's dann aber, glaube ich, auch schon. So, und du, Stinker, werd fertig. Stinker, alles klar. Ja. Verzaubert habe ich bis dato nichts. Einmal kurz meine Picke repariert, weil die total broken war. Und dass der hier unten gespawnt ist, war jetzt mal echt ein schöner Zufall. So. So, genau. Das machen wir so. Und hier hinten werden wir uns auf jeden Fall noch irgendwas einfallen lassen. Ne? So, warum tame ich mir hier so einen Villager? Erstens, weil ich es kann. Zweitens, ich muss ehrlich sein, ich habe keinen Bock, um ins Dorf zu fahren. Und obwohl es dort viel mehr gibt, das ist jetzt hier einfach nur, ich muss gucken, dass ich irgendwie noch einen zweiten dran kriege, damit ich hier überhaupt was mit denen machen kann. Und ansonsten, ja, hier kommt ja sowieso noch was ins Wasser rein, da werden auch noch Glasscheiben gesetzt, denn das ist mein kleiner privater See, da hinten kommt dann noch eine Insel hin, das passiert hier alles noch. Na komm, werd mal fertig hier. Jetzt muss ich gucken, ich wollte ne... LOL. Oh, nice. Was bist du für einer? Ein ganz normaler. Okay. Dann bleibt der jetzt dort. Dann zeige ich euch jetzt genau, was alles passiert ist in der Folge. Und in der nächsten gucken wir, was wir noch machen. Denn ich werde 2 Folgen jetzt alleine aufnehmen auf dem Server. Und ja. Also wir haben Darko sein wunderschönes Haus verschönert. Es ist nicht mehr so schlicht und dunkel gehalten. Es hat jetzt einen 3-Farben-Stil. Drinnen hat er auch eine wunderschöne Pilzbeleuchtung. Hat einen wunderschönen Fußboden. Und dann zeige ich euch jetzt noch, was wir im Villager-Dorf gemacht haben.
Ein Marmine-Kart. Muss ich hier kurz den Sound wieder runterschrauben. So, damit ihr mich auch versteht. Also, hier unten haben wir dann am Ende natürlich die Strecke ein bisschen erweitert. Das werde ich euch gleich zeigen, wenn wir angekommen sind. CO2, seine Slime-Farm funktioniert perfekt. Da sind das letzte Mal Slimes gespawnt. Man sieht auch, dass ich gestorben bin an der Rüstung. Die war vorher alles im gelben Bereich. Die Slime-Farm vom CO2, also was er da ausgehoben hat, das funktioniert. Das ist das letzte Mal Slime gespawnt. Den habe ich dann geklatscht. Dadurch habe ich jetzt Slime-Balls in der Kiste vom Mob-Loot. Mal gucken, da werde ich mir irgendwas mit Pistons einfallen lassen. Und der Villager, ich bin am überlegen, ob ich den unten im Keller lasse, beim Aquarium. Oder ob die ein komplett eigenes Kellerabteil kriegen, mit ein bisschen Wiese drin, einem Baum. Und weiß der Geier, was noch alles. Ja, die Fahrt dauert jetzt natürlich ein bisschen länger als sonst. Ich muss unbedingt die Rüstung reparieren. Ansonsten, ich werde mir dann noch eine Ender-Chest bauen, beziehungsweise ein paar mehr werde ich mir bauen, denn ich will auf jeder Etage eine haben. Die Hauseinrichtung kommt natürlich auch noch irgendwann. Das heißt ja nicht, dass das Projekt mit Folge 100 zu Ende ist. Denn wir haben immer noch keinen Mending-Villager. So, hier haben wir erweitert, also ich in der Zeit. Dann ist der Fahrstuhl hier. Wir kommen direkt hier drin raus. Das ist wunderschön. Ihr seht, hier haben wir was gemacht. Also das waren Justin und CO2, haben die Villager hier eingesperrt. Und das Häuschen ist auch fertig. Die Kathedrale, die Kirche, ja, wie man es auch nennen mag, ist fertig für die Villager. Die alte Kirche, das Haus, was ich gebaut habe, die alten anderen Hütten, alles weg. Dieser Zaun hier verschwindet natürlich auch noch. Da lasse ich mir eben noch was einfallen, wie wir das hier safe machen können. Entweder baue ich hier Glasblöcke rein mit einer Tür oder keine Ahnung was. Ja, weil dann kann man hier draußen sogar die Golems schrotten. Denn ich weiß nicht, ob die hier drinnen spawnen. Ach, die laufen hier überall außen rum. Naja, das ist ja praktisch dann. Was in die zweite Etage kommt, das wissen wir noch nicht. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal ansatzweise die Vorstellung, was alles passiert ist. Wie das alles passiert ist, kann ich euch leider nicht zeigen. Aber, na doch, die Bautimelapse, wie ich das gebaut habe, die sind ja in den Videos oben immer in der Ecke. Und ja, das war es eigentlich im Grunde. Ansonsten war ich wirklich dann noch unter Tag farm. Ja, und jetzt fahren wir kurz zurück. Hoffen auf die nächste Nacht, dass wir uns eventuell noch einen Villager tamen können. Denn ich muss auch ehrlich dazu sein, ich habe in der 1.16 noch nie mit Villagern gearbeitet, wie man die paart, dass sie sich vermehren und. Das hat auf dem Server alles CO2 für uns gemacht. Dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar. Okay, da war ein Mob, der gekillt wurde durch Lava. Ja, also, was soll ich sagen? Das war es im Groben und Ganzen schon mit dem, was passiert ist. Und in den nächsten Folgen, ich gucke jetzt jedes Mal die Einstellung vorher an, ob das Mikro wirklich bei OBS drin ist, was eigentlich immer standardgemäß an ist. Aber dieses scheiß Windows-Update hat halt wirklich auf dem ganzen PC, in OBS, im Discord. Ich habe noch ein zweites Aufnahmeprogramm namens OCam. Da hat es das wieder rausgehauen. Die Soundeinstellungen wurden bei mir irgendwie verändert. Also das war echt sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe das heute früh aus Zufall mitbekommen, weil ich in eine Folge reingeguckt habe, bevor ich sie schneiden wollte. Ja, deswegen bin ich jetzt alleine auf dem Server, damit ihr
damit ich euch das sagen kann, wieso, weshalb, warum. Und es wird mir von den anderen hoffentlich keiner nachtragen, dass ich am Folgetag vormittags mal die eine oder die zweite, je nachdem wie viele Folgen, aufnehme, wo ich das erkläre. Und scheiße, das Minecart fährt jetzt natürlich zurück. Das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Tschüss, Minecart. Hier und der kommt dahin. Und ja, ne, die Mob-Farm wird demnächst noch weiter zu Ende gebaut. Das mache ich aber auch als Timelapse-Video. Und sonst, ja, das war's im Groben und Ganzen. Die Folge ist jetzt 15 Minuten aktuell lang. Wir warten jetzt auf Nacht, denn wir haben hier noch zwei Tränke und genau zwei Goldöpfe. Ja, aber da können wir uns auch welche herstellen, das ist nicht das Problem. Könnte man eigentlich auch gleich mal machen. Denn dann sind wir auf der sicheren Seite damit. So, 12 Stück, also 13, so. Und das. Und eine Enderkiste wollte ich bauen. Jetzt muss ich persönlich selber erstmal gucken, ob man die mit einer normalen Enderperle oder einem Enderei baut. Der hat mit einem Enderauge. Da. So. Und so, da haben wir die erste. Die setzen wir dahin. Ist aktuell leer. Da kann ich halt jetzt, boah, mal hier mein Netherzeug reinhauen. 4 Stück davon. Habe ich noch irgendwas Wichtiges, was da rein muss? Eigentlich nicht. Einmal so, einmal so. Da haben wir die drei Bahnen. Das, die Goldöppel könnte man vielleicht noch reinhauen. So. Ja, Dias muss ich da keine reinhauen. Das ist mir Rillepup. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich zu Netherite mache. Hier habe ich Unbreaking Bücher. So, das wird dann mein Netherite-Zeug, wenn wir endlich mal Mending haben. Das muss ich noch aufwerten. Und die Rüstungsteile muss ich auch noch aufwerten. Hier fehlt noch Mending. Hier sieht man auch, ich habe so eine Blast Protection 1 Chest, hat noch hier ein paar, ja, einen Sattel und ein paar Horse Armors bekommen. Und hier so ein Soul Speed 2 Buch aus dieser einen Festung. Und das war's aber. Jetzt wollen wir mal in der Hoffnung gucken, dass wir hier Zombie Villager finden. Ich brauche nochmal einen Name Tag. Die wollte ich eigentlich nicht dafür verwenden. Kommt noch der Milchbubi dazu und eventuell ein paar Blöcke zum Einbauen. So, wo seid ihr, meine Zombies? Hier, das kommt sowieso weg, denn hier kommen andere Laternen hin. Zombies, wo seid ihr? Und das Loch ist immer noch nicht gestopft worden. Uah, so ein Babyvieh will ich nicht unbedingt bei mir haben. Nein, komm zurück ins Wasser, Arschloch. Alter, wie viel hältst du aus? Creeper, nein. Das ist kein Zombie.
Das ist wieder ein Creeper. Hier ist ein fucking Skelett mit verzauberten Bogen. Leck mich doch am Arsch. Macht aber nicht so viel Damage wie gedacht. Das ist ein normaler Zombie. Da ist ein Creeper, da ist ein Creeper, da ist eine Spinne. Und wieder ein normaler Zombie. Ich dachte, da hinten brennt's. Oh! Oh! Komm, Baby, komm! Wunderschön, dass du so schnell unterwegs bist. Arschloch! So. Haha! Und da haben wir unseren zweiten. Was für ein Glück! Ja, du machst das und... Was machen wir in der Zeit? Wir bauen den Gang nach unten noch schnell. Wir fangen aber hier an. Denn ich muss den ja gucken, dass ich den irgendwie mit einem Boot dann runterkriege. Ich glaube, hier bin ich aber draußen. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee. Ich bin zu Hause. Genau am Elevator. Läuft. Ja, du kleiner Arschi, hä? Hab ich noch ein Boot? Ja, eins haben wir noch. Hab ich sogar die Nametag gespart. Rottenflash ist dort, ey. Dann können wir die Steine hier wieder... Ne, das muss ich ja wieder zumachen, das Loch. Ho! Komm, das kriegt man auch hin, bevor es hier... So, ja, ne? Da haben wir doch tatsächlich zwei Villager bei uns im Keller. Das ist sehr schön. Den spare ich mir dann auch. Das kommt dahin. Das brauche ich ja dann alles wieder zum Zuschaufeln. Ja. Komm. Komm. Ich mache die Folge jetzt ein bisschen länger, solange wie der gebreedet wird. Und ich will den ja dann noch runterbringen. Ja. Red mit mir. Ach, dann kann ich jetzt auch gleich die Sounds hier wieder höher stellen. Ja. Yo, yo, yo. Komm, werd ein Villager, werd ein Villager, werd ein Villager. Oh, 5 Minuten dauert das immer. Wie sieht's denn draußen aus? Die Sonne geht da auf. Oh ja, ist noch Zeit. Ach ja. Allerdings, wenn ich dann die Villager unten habe und die sich fortpflanzen und dann in Mending Villager kommt. Oh, ich glaube, dann sind die anderen ein bisschen angepisst.
Aber es ist ja nicht so, dass ich den nur für mich nutze. Den kriegen dann alle. Den würde ich mir dann hier draußen irgendwo in den Garten stellen. Da kann er dann handeln mit den Leuten. Oder, keine Ahnung. Ich stelle ihn irgendwo beim Verzauberungstisch dann hin. Ja. Da ist es. Nein! Nein! Geh rein! So. Ich komm da nicht durch! Nein! Das habe ich nicht bedacht. Im Boot bleiben, kleiner Mann. So und noch schnell die Tür. Und jetzt fahre ich mit dir ganz kurz nach unten. Au, au, au. So, hier ganz kurz dicht machen, dass der uns nicht wieder ausbüchst, der kleine Arschi. So und das Holz wieder setzen. Dann können wir den hier zuerst mal freilassen. Und den auch erste Mal. Fackeln habe ich überall gesetzt. So, Bildchen habe ich gemacht. Sehr schön. Dann war es das aber auch mit der Folge hier. Ich werde jetzt gleich noch eine aufnehmen, denke ich mal. Und ja, zeigt ein bisschen Nachsicht wegen dem Windows-Update und was da so passiert ist. Ich persönlich kann nichts dafür. Ich habe es auch erst wirklich zu spät mitbekommen. Hätte ich das vorher mitbekommen, dann wäre es nie so weit gekommen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, würde ich sagen.